Und um Ihnen zu zeigen, wie sich das prüfungstechnisch umsetzen kann, folgende Frage. Sie als Betriebswirt IHK haben gerade neu angefangen in einem Unternehmen der sowieso Branche. Keine besonders spezifische Branche wird hier genannt, damit nicht jemand, der aus dieser Branche kommt, Vorteile hat. Man nimmt meistens irgendwas Allgemeines, wo sich jeder was drunter vorstellen kann. Ja, Sie sind gerade angefangen in diesem Unternehmen. Das Management verfolgt die Entwicklung und überlegt, ein Ökologiemanagementsystem einzuführen. Weiß aber noch nicht so recht. Entwickeln Sie einen Katalog der Vorteile. Nennen Sie die Vorteile oder nennen und begründen Sie die Vorteile oder nennen und erläutern Sie die Vorteile oder erläutern Sie die Vorteile. Das sind die Schlüsselworte in der Handlungsaufforderung. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Was also sind Vorteile eines Ökologie-Management-Systems? Und zwar Vorteile, die das Management der alten Schule kapiert. Kostenreduktion. Ja, warum denn Kostenreduktion? Wir sollen das ja jetzt auch erläutern. Ja, Kostenreduktion bedeutet zum Beispiel, wenn wir ein System haben, dann können wir in das System auch bestimmte Warnfunktionen einbauen, wenn zum Beispiel Strafen drohen. Und wir sparen Strafen, die wir sonst bezahlen müssen. Ach so, ja klar, das verstehe ich. Ja, ich spiele jetzt mal den Manager der alten Schule. Das verstehe ich. Kostenreduktion. Weil zunächst mal sehe ich, dass mich das eine Menge kostet hier an Zeit und so weiter, wenn ich dieses System einführe. Aber wenn ich es dann habe, dann, okay, wenn man so Warnfunktionen da einbaut, das ist das, was Sie schreiben müssen bei der Erläuterung. Ja, Kostenreduktion zum Beispiel dadurch, dass man Warnfunktionen einbaut, um Umweltstrafen zu vermeiden. Die können heftig sein, diese Umweltstrafen. Das ist nicht mal 30 Euro für zu schnelles Fahren oder sowas. Das ist mehr. Ja, das ist 5, 6 und 7-stellig. Dann Imageverbesserung. Ja, das verstehe ich jetzt aber auch wieder nicht. Imageverbesserung. Ja, lies doch mal die Zeitung. Schau doch mal, wie dieser ökologische Gedanke sich nicht zuletzt auch politisch in den letzten Jahren etabliert hat. Ja, die Grünen, die irgendwann mal angetreten sind mit irgendwie so einem Schlabberlook da und so Rauschebärten und so weiter, ist da inzwischen eine etablierte Partei. Ja, die gehört doch fest dazu, ist eine feste Größe. Ja, Piratenpartei, da weiß man jetzt nicht so, ist das nur so eine Modeerscheinung oder wird das wirklich was? Aber die Grünen, die gehören mal fest dazu. Ja, also schon an der politischen Entwicklung, die ja auch gesellschaftliche Ströme reflektiert, sehen wir, dass es von Imagevorteil sein kann, wenn wir ein solches System implementieren. Und vielleicht kriegen wir auch einen Artikel platziert in der Zeitung. Ja, Image verbessern. Wettbewerbsvorteil. Verstehe ich schon wieder nicht. Wieso soll ich denn Wettbewerb Vorteil haben? Ich sehe, dass ich durch mein System hier erstmal mehr Kosten habe als vorher. Wieso soll ich denn einen Wettbewerbsvorteil haben? Ja, zum Beispiel dadurch, dass wir durch das System sicherstellen, dass wir umweltgerechte Produkte produzieren. Wettbewerbsvorteil durch umweltgerechte Produkte. Und das könnte wieder ein Vorteil sein gegenüber unseren Wettbewerbern, weil der Verbraucher inzwischen danach fragt. Der Verbraucher liest inzwischen die Bestandteile des Produktes. Der guckt sich an, nicht alle, ja, aber genug. Schauen sich an, was sind da für Rohhilfs- und Betriebsstoffe verbraten. Es gibt ein ökologisches Bewusstsein. Wir produzieren umweltgerechte Produkte, unsere Mitbewerber tun das nicht. Dadurch haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Besserer Informationsstand. Besserer Informationsstand. Das verstehe ich schon wieder nicht. Bessere Informationsstand. Wie spielen wir denn den Manager der alten Schule? Wieso habe ich einen besseren Informationsstand? Du hast immer einen besseren Informationsstand, wenn du ein System hast. Ohne System hast du auf jeden Fall einen schlechteren Informationsstand, als wenn du ein System hast.
Ein System bringt mit sich, dass der Informationsstand sich verbessert. Weil ein System immer bedeutet, dass wir Dinge niederschreiben, die wir sonst nicht niedergeschrieben haben. Ja? Dieses Argument gilt also immer, egal wie die Frage lautet, was ist der Vorteil? Irgendeines System ist immer ein besserer Informationsstand. Egal ob Ökologiemanagement, Qualitätsmanagement oder sonst irgendein System. Wir schreiben Dinge auf, beziehungsweise halten sie fest, kann auch digital sein, die wir sonst nicht festgehalten haben. Und wenn wir Werte einmal angefangen festzuhalten, dann halten wir das bei. Dann können wir Entwicklungen sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir haben Datenmaterial, was wir vorher nicht hatten. Wir haben Statistiken, die wir vorher nicht hatten. Besserer Informationsstand bedeutet aber wiederum besseres Controlling. Oh, meine Augen leuchten. Controlling verstehe ich. Controlling, ja, das ist gut. Controlling verstehe ich. Ah, jetzt verstehe ich auch, was du meintest gerade mit der Kostenreduktion. Wenn ich Controlling habe, dann kann ich auch Kosten reduzieren. Ja, sehen Sie, wie das zusammenhängt. Und Reduzierung der Gesundheitsbelastung. Reduzierung der Gesundheitsbelastung. Ja, wieso? Verstehe ich nicht. Ja, wir werden doch bei dem Ökologiemanagementsystem, werden wir doch zunächst mal bei uns selber anfangen. Da werden wir doch zunächst mal schauen, welche Emissionen, welche Schadstoffe haben wir hier im Betrieb. Und das bedeutet, dass wir mal gucken, welche Teller benutzen wir in der Kantine, wie ist das Verarbeitungsverfahren in der Küche und, und. Das heißt, wir werden doch zunächst mal unsere eigenen Mitarbeiter hier schützen und dadurch haben wir eine geringere Gesundheitsbelastung. Und das bedeutet, wir haben auch einen geringeren Krankheitsstand. Oh, das verstehe ich wieder. Geringerer Krankheitsstand bedeutet geringere Kosten. Oh, also langsam finde ich den Gedanken richtig gut mit dem Ökologie-Management-System. Haben wir noch einen Vorteil? Ja, schnellere Antragsgenehmigung. Schnellere Antragsgenehmigung. Wenn wir zum Beispiel so eine genehmigungspflichtige Anlage haben, wir haben uns das ja angeschaut, ne? Bundesemissionsschutzgesetz, und wenn ich ein System habe, dann kann ich viel schneller die Daten zusammenstellen. Denn wir haben gesehen, dieses Antragsverfahren ist aufwendig. Wir müssen Zahlen, Daten, Fakten liefern. Und die Zahlen, Daten, Fakten holen wir uns aus dem System. Ja, korrespondiert wieder mit dem Argument besserer Informationsstand. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.